So, ja. Leute, ja, schön, dass ihr an Anfang reingeredet habt. Sidbex erreicht Level 83, wollte ich schon sagen, ja, 53. Brutalada war besiegt und Markus hat mich direkt da rausgelassen, wo der letzte Top 4 ins Gras beißt. Und ihr hört es schon, warte, ich lese erst den Text. Die Geburt, wahre Ehre, du als Trainer der Pokémon so weit gekommen bist, du weißt, was verlangt wird. Ja, ein Trainer braucht ein ehrliches Herz. Pokémon berühren das Gute im Herz des Trainers und lernen zwischen gut und schlecht zu unterscheiden. Sie berühren die guten Herzen. Der Menschen, Trainer wachsen daran. Blabla, geh weiter, der Chat wartet. Okay, bis zum nächsten Mal, tschüss. Also, jetzt aber, ihr hört, ich bin nicht alleine, denn wir haben uns das überlegt. Sagt mal erstmal, wer da ist. Ja, fang an, Jan. Sehr gut. Ja, Jan ist da. Hi. Ja. Ja, wir haben uns überlegt, ab jetzt, weil es jetzt in den Champ geht, werden wir die letzten Folgen bis zum Fang von Rayquaza zusammen aufnehmen. Ja, und ich würde sagen, los geht's. Verdammt, nein, ich wollte noch heilen. Oh! Egal. Gut. Willkommen, Sapphire. Ich habe schon darauf gewartet, dass du deine Stars zu sehen. Und was ist so alles auf deiner Reise mit dem Pokémon erlebt? Was hast du gefühlt, dass du so viele andere Trainer getroffen bist? Was wurde in dir erweckt? Ich will, dass du all das im Kampf gegen mich einsetzt. Lud, zeig es mir. Mit epischer Battle-Musik, die ihr nicht hören könnt, aber ich höre sie, das ist schön. Oh Gott, ey, toll, ein Pokémon ist tot von uns. Wieso? Ich hätte es heilen können. Ach, das ist nur Brutalanda, okay, alles klar. Nur. Ich wollte eigentlich mit Gardevoir anfangen, denn Panzerroll hat eine beschissene Spezialverteidigung. But I try... What the f... Das wird lustig, Leute. Ich glaube, ich fange die Aufnahme gleich mal von vorne an. Nein, 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 natürlich nicht. Okay, los. Bam. Döner war übrigens bei mir schon. Oh, das war Jan also. Ja. Bam. Warum hast du nicht wiederbelebt? Wieso soll ich keine Lust gehabt? Achso, ich meinte, ach, meinst du jetzt mich oder Markus? Markus, wieso hast du denn nicht wiederbelebt? Das ist ein verdammt gute Frage. Aber ich weiß, das war dein echtes Pokémon, wieso lässt es einfach tot? Weil so, ich ihn im Kampf rausgelassen habe. Trotzdem. Panzeron. Panzereron, wie man es nochmal aussprechen mag. Gut, Wheelie ist als nächstes dran. Wir haben leider keine Käferattacken. Glaube ich jedenfalls. Aber wir haben Stahlattacken. Mhm. Wunderbar. Du bist dran, Stalos! Gott, meine Stimme! Stalos wurde durch Stachelfett. Oh Gott, ey, das wird so knapp. Und das nur, weil ich nicht geheilt habe. Eisenschweif! Wunderbar! Bam. Los, one hit for los. Wheelie ist gut in der Defensive, das heißt, er wird nicht sterben, ist nicht gestorben, natürlich nicht. Aber er saugt. Wheelie sackt. Okay. So, Stolos, wenn du jetzt triffst, dann ist Wheelie tot. Wenn du jetzt nicht triffst, bist du tot. Und das alles kaputt gemacht, was wir hier aufgebaut haben. Yes! Ja! Richtig so, Stolos. Bam. Du bist der Meister. Gut, das war's für dich, Wheelie. Zack, Level Stalos. Up. Stalos. Wunderbar, Lepumentas. Ja, jetzt aber Zumpex. Bam, vergiss wow. Nicht, du hast keinen Surfer. Aber ich hab Kaskade. Hoffe ich. Ob das reichen wird? Und Stachler. Ja, Stachler habe ich auch. Gut, Kaskade haben wir noch, das ist schön. So, die kleinen Tröpfchen, ich spuck dir ins Auge und blende dich. Zack, ja, das war gut. Ja, Reflektor kannst du ruhig machen. Ich greife ihn speziell an. Noch ist Cascadia eine spezielle Attacke, Freunde der Nacht. So, 4 Minuten um. Zack, drittes Pokémon down. Volltreffer, immer dann, wenn man ihn am wenigsten braucht. Ja, natürlich. Warum auch nicht? So, vielleicht echt ordentlich Stolos. Ja, hey. Könnte ich ja nicht direkt draußen lassen, aber. Camerupt. Los, Camerupt. Na gut, komm, Camerupt. Hat auch was zu tun. Camerupt! Wird durch Stachler verletzt. Ich wollte ja eigentlich Stolos in den Kampf schicken, einfach nur weil Stolos halt und Stolos gegen Stolos und. Und Sengo musst du auch einsetzen, halt, weil dann will jeder einmal dran, der am Leben ist. Naja, er hat noch einen Amaldo. Wenn Amaldo kommt, kommt Sengo ausnahmsweise. Ja, das hat er natürlich überlebt. Und tschüss, Camerupt. Das überlebt er nicht. So, ich hoffe, Stolos verreckt jetzt nicht durch den Stachler, das wäre echt bitter. Weil ich werde jetzt einsetzen. Wie flatt ist denn noch? 31 von 62. Stolos. Ich glaube nicht. Yay! So, jetzt musst du nur noch schneller sein. Ist halt doch sicher. Ja, wer war das jetzt? Toll! Hallo, das ist mein Stolos. Das ist schnell, das ist stark.
Gut, ist geil. Ist okay. Toll! Das war ja effektiv! Ach, Gott vergackt, ich hab den Reflektor vergessen. Ups! Ja. Okay. So, Pex. So heilen. Dum, 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 dum. Oh, 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 Leute. Ich habe jetzt Kaskade einfach mal gemacht, weil Dingens hier, ne? Reflektor, zack. Auch wenn es nur einmal effektiv ist und speziell Verteidigung sowieso schlecht wird, Stolos. Bäm, Kaskade. Ja, schön. Schön. Und da ist der Reflektor weg. Und da kommt direkt noch eine Top-Genesung. Naja, verbrat so ruhig alle. Oder hast du auch? Ich habe Kaskade gemacht. Weil ich vielleicht so seine ganzen Top-Genesung so aus ihm rausprügeln kann. Ach so. Ich glaube, ich habe leider gleich keine Kaskade mehr. Erdbeben. Nein, er wirft 3 ein. Oh, das ist gut. Dann hat er wahrscheinlich jetzt gar keine mehr, oder? Ich hoffe es. Er hat noch Metagross und Amaldo. Wir haben noch 3. Aber wir haben noch Beleber. Genau. Unsere ganzen Erdbeben-Pokémon sind gleich leider tot, vor allem für Metagross. Was wahrscheinlich... Na, nee, ich glaube, oder? Doch, jetzt kommt wahrscheinlich schon Metagross. Nee, Amaldo. Okay. Gut, los, Jan, Sengo. Du hast es so gewollt. Dann halt Sengo. Oh, Sengo! Auch wenn du wahrscheinlich nichts hast, was, was auch nur irgendwie effektiv ist. Aber Jan wollte es halt so und dann tun wir dem Gefallen. Maldo! Du kannst ja nur opfern, um irgendwie mal zu heilen oder so. Ach so, ja, toll. Hm, okay. Gut, Sengo, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Metagross kommt noch, das heißt, ich heile Camerupt. Du hättest oder auch Suplex voll heilen. Ja, aber ein Schlag wird Sengo da wohl aushalten. Sengo, 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 yay! Oh. Okay, ja. Hypertrank, ich warum betone ich das alles so komisch? Suplex! Sei wieder voll! Das ist Pokémon. Wie sich für den Starter gehört. So, ciao Sengo, hast du gut gemacht. Ja. Das war sein Sinn. Seit ich ihn gefangen hatte, hatte ich genau dieses Szenario im Kopf. Kann das Amaldo Käferattacken von dem? Weiß ich nicht. Soll ich nachgucken? Nein, komm, ich hau dafür mal Gardevoir raus, weil ich möchte, dass Suplex voll gestärkt gegen Metagross antritt. Bam! Gardevoir! Oh, Stachler. Hm. Okay. Blablabla, das... Gardevoirs! Blablabla, Psychokinese, blablabla! Bam. Ich hatte jetzt echt vor, dass Gardevoir mit so einer Stimme spricht. Was? Oh ja. Nein. Natürlich. Was auch sonst. Das war nur mein Trainerbefehl. Ach so, also spricht Sapphire mit so einer Stimme. Gardevoir? Ja, Gardevoir. Yes, Gardevoir. Woo! Amaldo besiegt. So, Metagross. Mach mal Gardevoir. Versuch mal Gardevoir. Try your best, Hypnose. Yes! Yeah! Aha. So, läuft ich nutze die Chance, um meine Pokémon zu heilen. Oder greife ich mal an? Gedankengut, Donnerblitz, tot. Ja, ich habe dann auch überlegt, ob ich das machen soll. Aber ich nutze die Chance. Kann Brutalander mittlerweile Flammenwurf? Nö, oder? Nö, natürlich nicht. Scheiß drauf, ich vergreife mit Gardevoir an. Gardevoir, Dönerblitz! Zack. Wie lange nimmst du schon auf? 10 Minuten jetzt fast? 8, 9, 10? Jo, Metagross ist aufgewacht, das hat ja gut geklappt. 8 Minuten und eine halbe. Tschüss, Gardevoir, hast du gut gemacht. Rums. Jo. Er ist ja doch Brutalander. Okay, Camera. Camera, du schneller. Zoompex. Hitzekoller! Ja, wenn ich dann zum Zug komme. Hitzekoller! Nein! Ich hätte ahnen sollen. Tschüss. Oh. So, was machst du jetzt? Jetzt setz ich so Suplex ein. Nun wird's lustig. Glaubst du, dann kriegst du Suplex mit einem Schlag tot? Suplex kriegt ihn definitiv nicht tot. Erdbeben! Glaube ich jedenfalls nicht, dass Suplex das schafft. Jedenfalls also mit einem Schlag. Doch! Ein Volltreffer! Ja, Leute! Metagross wurde besiegt! Suplex erhält Erfahrungspunkte. Spieler besiegt Champ Troy. Yeah. Ich, der Champ, habe verloren. Dir gebührt alle Ehre, Sapphire. Du bist wahrhaft ein edler Pokémon-Trainer. Sapphire gewinnt Geld. Oh, Leute. Herzlichen Glückwunsch! Die Gefühle, die du deinen Pokémon entgegenbringst und die Pokémon, die du auf deine Gefühle mit all ihrer Kraft antworten, sie werden ein zu bringen eine weit größere Stärke vor. Und so gehört der Sieg heute dir. Du bist mit Recht Höllens neuer
So, jetzt kommt der, den es keinen und der sowieso niemand interessiert. Sehrfeuer, willst du dich einfach töten, bevor du den Champ herausforderst? Und? Ah, Sehrfeuer, willst du mir besorgen, dass du den Champ besiegt? Ist klar. Derjenige, der nicht mal ein vollentwickeltes Starter hat. Siehst du, das habe ich dir gesagt, Briggs. Ich wusste, du brauchst dir keine Sorgen, um Sehrfeuer zu machen. Sehrfeuer, du hast es geschafft. Als ich hörte, dass du deinen Vater in der Arena von Blütenbox hat die besiegt, das wusste ich, dass du eine Chance hast. Aber dass du dann sogar Champ geworden bist. Oh ja. Was ist aus deinem Pokédex geworden? Lass mich mal sehen. Du hast 136 Pokémon gesehen und 30 gefangen. Nun, ihr könnt über Einträge enthalten, aber es sieht schon eher nach einem Pokédex aus. Ja, nur, dass ich da ein Pokédex aus. Also dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Nun kannst du mit Stolz den letzten Raum betreten. Sapphire. Nein, neuer Champ. Komm mit mir. Das lobe ich mir in der Schwarz- und Weiß-Edition. Wenn man da den Champ... Ach, tut mir leid, aber... Diesen Raum dürfen nur Trainer betreten, die Champs geworden sind. Warte mit draußen mit dem Professor. Ja. Nehmen wir das hier regelt umstimmen? Ziffer, das ist dein Tag, Glückwunsch! Das lobe ich mir in Schwarz und Weiß, schnell bevor er anfängt zu reden. Da sagen die einfach nur Glückwunsch, Ruhmeshalle fertig. Dieser Raum. Hier verzeichnen wir die Pokémon, die Secrets aus den harten Kämpfen vorgegangen sind. Hier werden die Champs der Pokémon legal geehrt. Wir müssen uns umbenennen, der hat gesagt, wer heißt jetzt neuer Champ und nicht mehr Sapphire. Übrigens, so, Leute, bevor ich jetzt weiterlese, den Abspann werde ich hier rausschneiden und wir sehen uns dann gleich nach diesem Dialog in dem Haus von Sapphire wieder. Weil wir möchten den mit dem Abspann natürlich das Let's Play beenden, weil es ist irgendwie sonst sinnfrei. Wir wollen dann erst noch Rayquaza fangen gehen. Und sobald wir Rayquaza gefangen haben, werden wir den Abspann einblenden. Okay? Alles klar. Komm, schreiben wir deinen Namen nieder. Als dein Pokémon-Trainer, der über die Pokémon-Liga triumphiert. Und die Namen deiner Partner ebenfalls. Dann, okay, so. Alles klar. Jeder darf sein verdammtes eigenes Pokémon jetzt nennen. Ist das überhaupt flüssig okay. Bei euch? Geht. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen mehr hinterher oder so, weil ich als Metagross vorher einschlief, weil... Speichervorrang, das Great, nicht aufschalten. Okay, Aufnahme beenden. Brutal Wonder! Zumpex! Camera! Gardevoir! Meine Alten am Ende natürlich. Stollers! Single! Wunderbar! Willkommen in der Ruhmeshalle! Wunderbar! Geil! Ja, und das sind wir. Hallo, na? Hallo! Drei Männer, eine Frau! Herzlichen Glück! Ja, gut, dass wir das gesagt haben. Okay, alles klar, Leute. Bis im Haus von Sapphire! So, Leute, Abspann gekonnt übersprungen. Der Fernseher läuft, was uns nicht kratzt. Und da ist unser Papi. Wie habe ich den denn nochmal gesprochen? Ich weiß es nicht mehr. Ganz normal, glaube ich. Hä? Das ist ja Sapphire! Oh, ja, ganz normal. Ja, das ganz ist normal. Ja Sapphire! Du hast uns schon lange nicht mehr gesucht. Du siehst irgendwie komisch auch stärker aus. Das ist zumindest mein Eindruck, aber dein alter Herr gibt's noch nicht auf. Oh, ich habe hier etwas für dich. Das soll ich dir von einem Mr. Brack geben. Bootstick erhalten! Ach schon, das gab's ja auch noch. Wie geht das denn nochmal hin? Ein Ticket für eine Fähre? Ich weiß, dass es ein Gravypot und Segel so angestellt für Pferden gibt. Sapphire, wenn du den Ehrgeiz eines Trainers hast, dann geht's im Duellturm. Ach, da, was führt der hin, genau. Dort wirst du lernen, dass der Weg eines Trainers niemals ein Ende findet. Wir müssen kein Duellturm machen. Ich muss jetzt wieder in die Arena von Blütenburg City. Danke, dass du während meiner Abwesenheit um das Haus gekümmert hast. Ja. Ich will im Fernsehen sehen, dass hier ein Latios rumfliegt. Hier sind die Sondernachrichten. Wir haben die Meldung erhalten, dass in Höhlen ein blau fliegendes Pokémon sich vor die Telefon konnte, muss ja nicht festgestellt werden und damit schalten wir wieder an. Okay, schön. Ja, jetzt ist Latios freigeschaltet worden, was wir wahrscheinlich nicht fangen werden, weil ich habe jedenfalls keinen Bock, das Vieh zu suchen. So. Ich auch nicht. Wie viel hast du noch Zeit? Ich habe noch knapp 2 Minuten. Das heißt, ich gucke jetzt mal, erstmal sortiere ich für die Pokémon noch Level, wie ich es immer mache, wenn ich dran bin. Meine sind die stärksten, meine sind die einzigen, die mal die Items tragen. Was ist denn hier los? Was tragen die denn? Kingstein und Pudersand. Ja, mein Gardevoir ist wirklich. Nein. Hey, was? Ach, egal. So, wir haben noch was zu erledigen. Die Regis sind gefangen. Hast du das Eilrad? Oder die Frage ist, habt ihr irgendwann mal das Rad geändert? Nein. Nein. Dann haben wir noch das Eilrad. Gut. Okay, auf nach Flossbrunn! Yay! Rayquaza wartet darauf, von uns gecatcht zu werden. Haben wir überhaupt genug Bälle noch? Ich glaube nicht. Ich würde mal welche kaufen. Ach, das passt, komm. 34? Na gut. Ist hier ein Laden auf Flossbrunn? Gute Frage. Schau dich um. Nein, ich fliege jetzt irgendwo hin und schmeiße unser ganzes Geld weg. Okay. Nee, das ist zu groß. Stadt zu groß. Schnell, irgendeine Stadt, wo es ein Center gibt. Da. Ja, Rivalstadt. Das ist natürlich klug, da hinzufliegen, wenn ich Bälle kaufen will. Du kannst auch ins Pokémon-Liga gehen. Nö, ist jetzt egal, ich geb jetzt. Warum geh ich hier rein? Was mache ich? Egal, ich kauf jetzt irgendeine Scheiße. Einfach weil ich es kann. Weil wir das nie wieder brauchen werden.
Okay, Leute, ich verabschiede mich gleich langsam schon mal. Nächste Partner wieder bei Jesse, aber ich will vorher noch was kaufen. Wir werden sicherlich Pokéwelle brauchen, und zwar 99. So, Leute, ein Premierball haben wir bekommen dafür. Nächster Part bei Jesse, der dann Rayquaza versuchen wird zu fangen. Markus und ich sind wieder dabei. Und ja. Ja. Endlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.